Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, die 5 Minuten Raw Challenge. Ich bin sehr froh darüber, dass dieses Format so gut bei euch ankommt und deswegen heute die dritte Folge. Ich habe mir wieder zwei Bilder rausgesucht, die ich heute bearbeiten werde, die ihr mir zugeschickt habt. Wenn ihr noch nicht wisst, wie das funktioniert, alles Weitere steht unten in der Infobox. Da könnt ihr euch nochmal informieren, wenn ihr selber mitmachen wollt. Das erste Bild hat mir der Kai zugeschickt und ich werde jetzt direkt mit meinen 5 Minuten anfangen. Die starten genau jetzt. So, und jetzt werde ich mal gucken, was ich hier machen werde. Also als erstes mal hier die Tiefen etwas aufhellen und die Lichter etwas abdunkeln, um hier noch ein bisschen mehr Zeichnung in den Himmel reinzubekommen. Ich denke mal, das werde ich hier schon ein bisschen doller machen. Ja, ich denke mal, so sieht das Ganze schon ganz gut aus. Dann werde ich mit gedrückter Alt-Taste die Weißwerte und die Schwarzwerte wieder angleichen. Bei den Weißwerten muss ich ein bisschen aufpassen. Hier in diesem Bereich ist es schon relativ ausgebrannt. Und bei den Schwarzwerten, ja, so ein Stück kann man runtergehen. Dann hat man hier wieder sehr schönen Kontrast in den Bäumen. Dann werde ich auf jeden Fall mal gucken. Ich denke mal, dass ich den Himmel noch ein bisschen dunkler machen werde. Dazu werde ich hier den Verlaufsfilter nehmen und einfach mal so einen schönen Verlauf von oben nach unten ziehen. Das ist vielleicht ein bisschen sehr doll. Sowas in die Richtung werde ich hier machen und das Ganze noch ein bisschen bläulicher gestalten. So gefällt mir das schon ganz gut. So, dann drücke ich auf Fertig. Werde dem ganzen Bild noch insgesamt etwas mehr Kontrast geben und auch ein bisschen Dynamik noch, aber nicht zu viel. Da finde ich das hier schon ein bisschen lila-stichig, das gefällt mir nicht ganz. Das werde ich vielleicht nachher noch so ein bisschen rausnehmen. Klarheit nehme ich ein kleines Stück raus. So sieht das Ganze ganz gut aus. So, und jetzt werde ich hier in den Farbton noch reingehen und ich denke mal, das Grün von den Bäumen hier wird gar nicht so sehr beeinflusst hier durch den Regler. Mal gucken. Man kann übrigens auch hier auf dieses kleine Icon hier drücken und dann auf eine bestimmte Farbe gehen und diese dann abändern. Und dann seht ihr auch schon, okay, das war jetzt nicht das Grün, sondern das sind eher die Gelbwerte, die ich jetzt hier verändere und auch nur ein ganz klein bisschen das Grün. Und jetzt kann ich hier, indem ich hoch und runter mit gedrückter Maustaste hier hin und her schiebe, kann ich diesen Farbwert der Bäume ändern. Und ich denke mal, dass ich so ein bisschen mehr ins Gelbliche gehe, aber nicht viel. Aber so sieht das schon ganz gut aus. Ja, dann werde ich auf jeden Fall jetzt hier noch den Blauwert noch etwas anfassen und von der Sättigung noch etwas nach oben ziehen und vielleicht auch noch von der Luminanz her ein bisschen runter. Und jetzt hat man so ein bisschen mehr diesen Polfilter-Effekt. Das gefällt mir so schon ganz gut. Ich finde es auch cool, dass der Hintergrund so ein bisschen mehr so im Nebel liegt und das Ganze will ich auch noch so ein bisschen verstärken und deswegen nehme ich mir jetzt hier mal einen Pinsel, werde das hier wieder die Helligkeit, denke ich mal, oh, vielleicht nehme ich sogar ein bisschen Helligkeit rein. Und außerdem werde ich dann noch den Dunst-Entfernen-Regler negativ anwenden. Das heißt, ich werde so ein bisschen Dunst hinzufügen und einfach mal gucken, wie das Ganze jetzt so aussieht. Indem ich jetzt hier einfach mal diesen Effekt hier noch so ein bisschen hinten reinmale. Der ist jetzt viel zu stark, sehe ich gerade. Also das müssen wir jetzt auf jeden Fall gleich wieder ein bisschen rausnehmen. Und ich werde auch das automatisch Maskieren hier mal rausnehmen. Und einfach mal hier so noch so ein bisschen weiter drüber malen. Ja, so gefällt mir das schon ganz gut. Hier noch so ein bisschen. Aber natürlich muss dieser Effekt jetzt ein Stück zurückgenommen werden. Also ich werde auf jeden Fall hier mal die Helligkeit ein bisschen zurücknehmen und diesen Dunst vielleicht so mit minus 15, minus 16, denke ich mal so. In dem Bereich sieht das schon ganz gut aus. Also ich gucke jetzt mal, mache jetzt mal hier die Vorher-Nachher-Ansicht. Ich kann den Filter hier wieder deaktivieren. Ja, ist immer noch ein bisschen sehr stark. Also vielleicht gehe ich hier auch mal auf ja, minus 7, minus 8 so. So gefällt mir das schon ganz gut. Wenn ich hier noch ein bisschen reinmalen. Und hier noch so ein bisschen, ja. Aber so gefällt mir das schon ganz gut, denn so bekommt man auch so ein bisschen mehr diesen 3D-Effekt hin. Das heißt, dass hinten mehr im Dunst liegt und vorne halt wirklich klar zu sehen ist. Dadurch hat das ganze Bild noch so ein bisschen mehr diese dreidimensionale Wirkung, die mir sehr gut gefällt. Dann werde ich jetzt auf jeden Fall das Bild noch schärfen. Das ist ganz wichtig. Ihr kennt das, wenn ihr meine Videos schon länger guckt. Also ein Betrag von 80 und dann werde ich mit gedrückter Alt-Taste das Ganze wieder im Himmel etwas ausmaskieren, damit mir wirklich nur die Kanten schärfen. Profilkorrekturen werde ich aktivieren und die chromatischen Aberrationen werde ich noch entfernen. Und sonst gefällt mir das Bild schon ganz gut. Eine kleine Vignette werde ich um das ganze Bild noch herumsetzen. Jetzt haben wir noch ein bisschen mehr den Himmel, aber ja, nicht zu viel Vignette. Ist auch nicht gut. So gefällt mir das schon ganz gut. Und mal gucken, ob ich jetzt hier soweit alles richtig gemacht habe. Ja, das gefällt mir eigentlich ganz gut soweit. Ich habe jetzt noch ein paar Sekunden
Überleg gerade, ob ich noch was... Genau, ich kann hier auf jeden Fall noch in der Kamerakalibrierung mal probieren, auf Camera Landscape zu gehen. Das gibt dem ganzen Bild auch nochmal so ein bisschen eine andere Interpretation, aber das gefällt mir eigentlich nicht so sehr, deswegen stelle ich es wieder zurück. Und meine Zeit ist jetzt auch abgelaufen. Und deswegen beende ich das Ganze jetzt hier. Ja, das ist mein finales Ergebnis. Ich werde jetzt euch nochmal die Vorher-Ansicht zeigen. So sah das Bild am Anfang aus. Und so sieht das Bild jetzt nach meiner Bearbeitung aus. Ja, man kann es natürlich noch ein bisschen optimieren. Gerade in Photoshop, denke ich mal, kann man noch einiges machen. Aber es gefällt mir so schon eigentlich ganz gut. Denn der Himmel hat jetzt wieder ein bisschen mehr Kontrast. Und wir haben jetzt hier noch ein bisschen Dunst eingefügt. Und ja, ich hoffe, es gefällt euch. Natürlich ist das alles Interpretationssache. Wenn ihr da anderer Meinung seid, dann könnt ihr natürlich in eine völlig andere Richtung bearbeiten. Das ist jetzt einfach so, wie ich das Ganze bearbeiten würde. Und das soll einfach ein bisschen Anregung geben. Und natürlich könnt ihr das auch anders machen. Gehen wir mal zum zweiten Bild rüber. Und das hat mir der Sven zugeschickt. Auch ein sehr cooles Bild. Und ich habe schon so eine Ahnung, in welche Richtung ich jetzt hier gehen werde. Aber ich drücke jetzt einfach wieder Start. Und los geht's mit den 5 Minuten. Ich werde auch hier wieder die Tiefen etwas aufhellen, die Lichter etwas abdunkeln und dann wieder mit der gedrückten Alt-Taste mein Standard-Workflow machen und dem Ganzen hier wieder den Kontrast geben, was das Bild eigentlich braucht. So ist das schon ganz cool. Ich werde insgesamt noch ein bisschen mehr Kontrast reingeben. Ja, so gefällt mir das schon sehr, sehr gut. Und jetzt werde ich mal gucken, wie das Ganze jetzt noch mit ein bisschen Klarheit aussieht. Die will ich als erstes noch mit dazugeben. Ja, wirkt eigentlich ganz cool. Man hat gar nicht so sehr diesen Effekt im Himmel drin, weil hier wirklich sehr, sehr wenig Zeichnung drin ist. Deswegen wirkt dieser Klarheitenregler jetzt auch nicht so sehr auf den Himmel. Und deswegen kann man das hier ganz gut anwenden. Jetzt werde ich die Dynamik vielleicht noch ein Stück rausnehmen. Denn ich will das ganze Bild so ein bisschen düsterer wirken lassen. So gefällt mir das schon sehr, sehr gut. Und dann werde ich mal gucken, ob ich hier in der Sättigung auf jeden Fall noch so ein paar Werte hier noch rausnehme. Also das Magenta auf jeden Fall. Beim Lila werde ich mal gucken. Das hier sind wahrscheinlich die Rottöne nur, die ich hier beeinflusse. Ja, das sind die Rottöne. Da gehe ich sogar mal ein bisschen ins Plus. Denn das möchte ich hier, dieses Auto, diesen Bus, denke ich mal, was das hier ist, den werde ich auf jeden Fall noch ein bisschen betonen. Und von den Blauwerten werde ich vielleicht auch noch ein Stück rausnehmen, nicht so viel. Bei den Aqua-Werten genauso. Grün kann komplett raus. Gelb überlege ich gerade noch. Nee, kann eigentlich auch komplett raus. Und Orange. Ja. Ach, machen wir es auch komplett raus. Dann haben wir hier so ein kleines Color Key. Gefällt nicht jedem. Ich finde es in der Situation aber irgendwie ganz cool. Ich überlege jetzt gerade noch mit den Blauwerten, ob die dann auch komplett raus sollen. Nee. Die Blauwerte sollen noch drin bleiben. Also Blau und Rot sollten drin bleiben. Dann nehme ich das Aquamarin auch wieder mit rein. Und jetzt werden wir das ganze Bild auf jeden Fall noch schärfen. Wieder der Standardwert von 80 mit gedrückter Alt-Taste werde ich wieder maskieren. Ihr seht also, von diesem Standard-Workflow ist das eigentlich fast immer dasselbe. Dann werde ich die Profilkorrektur natürlich noch aktivieren. Oh, jetzt wird das ganze Bild sehr viel heller dadurch. Chromatische Aberration noch entfernen. Ich überlege gerade, ob eine Vignette sinnvoll ist hier in diesem Bild. Ich schaue mal. Ja, sieht eigentlich ganz cool aus. So ungefähr minus 14 ist ganz cool. Auch hier werde ich wieder mal gucken, was die verschiedenen RAW-Interpretationen mir hier ausspucken, wenn ich mal auf Landscape gehe. Ja, ist eigentlich ganz cool. Camera Faithful. Ja. Portrait. Das gefällt mir eigentlich ganz gut hier. Dadurch wirkt es Rot noch ein bisschen gesättigter, der Himmel wird wieder ein bisschen heller. Ist eigentlich ganz cool. Und jetzt kann ich hier übrigens auch noch mit den Primärwerten von Rot und Grün und Blau ein bisschen rumspielen und einfach mal gucken, wie das Rot dann anderweitig interpretiert wird. Wenn ich hier den Farbton einfach noch ein bisschen weiter nach links verschiebe und die Sättigung noch ein bisschen erhöhe, dann betonen wir das Rot dadurch noch ein bisschen mehr. Und genauso können wir das auch mit dem Blau hier machen. Ich finde es irgendwie noch so ein bisschen zu sehr türkis. Und vielleicht kann man das noch so ein bisschen ändern. Ich gucke gerade mal. Aber müssen wir vielleicht eher in den grünen Werten noch ein bisschen was machen. Ja, gefällt mir jetzt nicht so sehr. Ja, in die Richtung geht es schon eher Richtung Blau. Das gefällt mir eigentlich schon ganz gut. So in die Richtung kann es gehen. So gefällt mir das schon sehr, sehr gut. Okay, jetzt können wir natürlich noch ein bisschen was hier selektiv machen. Und als erstes
möchte ich auf jeden Fall hier so einen kleinen Spot auf dieses Gebäude werfen, auf diesen Teil, auf diesen Turm von der Brücke. Und den Dunst werde ich hier natürlich rausnehmen. Aber so ein bisschen Belichtung möchte ich auf jeden Fall hier schon drin haben. Ich habe die Maske umgekehrt, das heißt, dass dieser ganze Bereich hier außenrum, der wird nicht berührt von dieser Maske, sondern wir wenden hier unsere Filter wirklich nur innerhalb des Kreises an. Und dadurch kann ich hier so ein, wenn ich die Belichtung dann hochsetze, so einen kleinen Lichtspot einfach setzen und damit diesen Turm noch so ein bisschen mehr betonen im Bild. Vielleicht setze ich das Ganze sogar noch ein Stück höher. Ja, so gefällt mir das schon sehr, sehr gut. Okay, perfekt. Dann drücke ich hier auch wieder auf Schließen. Und ich glaube, insgesamt kann noch ein bisschen mehr Kontrast in das Bild. Ich werde jetzt auf jeden Fall mal die Schwarzwerte hier noch so ein bisschen abdunkeln. Ja, es muss einfach noch so ein bisschen dunkler werden. Insgesamt vielleicht das ganze Bild auch noch ein bisschen abdunkeln. Na, nicht zu sehr. Ja. Vielleicht. Nee, ich lasse es mal bei 0. Aber so in dem Bereich die Tiefen vielleicht noch ein bisschen wieder runter. Ja, so gefällt mir das schon ganz gut. Also dieses ganze Bild braucht einfach extrem viel Kontrast. Und genau jetzt sind auch die 5 Minuten um. Ich denke mal, so ist es ganz cool. Natürlich kann man es auch wieder in eine komplett andere Richtung machen. Ich zeige euch jetzt einfach nochmal das Vorher-Nachher. So sah das ganze Bild aus, als es mir geschickt wurde. Und so sieht das Bild jetzt nach meinen 5 Minuten aus. Also es ist einfach Geschmackssache. Ich finde so eine Color Keys auch nicht immer cool, aber manchmal wirken sie halt einfach. Ich denke, hier gerade wirkt es besonders gut, weil dieser Bus einfach, ich denke mal, dass es ein Bus ist, es kann auch eine Tram sein oder ein Zug oder was auch immer, wird dadurch sehr, sehr gut betont und das ganze Bild kriegt dadurch so ein bisschen besonderen Flair. Ja, das waren meine 2 Bilder, die ich diese Woche bearbeitet habe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet euch so ein bisschen Inspiration holen einfach oder so ein paar Ideen, Anregungen. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr mir weiter Bilder schickt. Ich habe noch einige hier, die ich noch bearbeiten kann in der nächsten Zeit. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Abonniert auf jeden Fall den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und gebt dem Video einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Ciao.